Ja, hallo, hier ist wieder der Frank von fotologbuch.de mit einem kurzen Quicktipp zu Adobe Lightroom. Ja, heute der Quicktipp ist auf eine Frage vom Sebastian zurückzuführen. Der hat mich gefragt, du, ich habe ein Fotobuch angefangen, habe das auch schon mal gespeichert. Wie kann ich das jetzt ergänzen, erweitern, weil dann doch noch irgendwas fehlt? Ich habe mal hier so ein kleines Mini-Fotobuch erstellt und will das ergänzen. Und habe natürlich hier jetzt keine zusätzlichen Fotos mehr zur Verfügung. Weil im Buchmodul komme ich ja nicht auf diesen ganzen Kram hinzu, sondern ich habe nur Zugriff auf die Sammlung. Das heißt, ich müsste mir jetzt erstmal Fotos verschaffen, die ich hier in diesem Fotobuch mit verwenden will. Ja, ist aber ganz einfach. Gehen wir einfach in das Bibliotheksmodul und suchen uns die Fotos raus, die wir halt haben wollen. Ich würde an der Stelle auch hier das Buch schon mal als Zielsammlung festlegen, damit alles, was ich jetzt markiere, automatisch in diese Sammlung reingenommen wird. Und dann gehen wir mal zurück und sagen jetzt einfach, okay, Taste B, dieses Foto soll dazu kommen. Was haben wir noch hier? Das Foto soll dazu kommen. Ja, das Foto soll meinetwegen dazu kommen. Ich wähle jetzt mal irgendwas aus, völlig egal. So, habe jetzt hier ein paar Fotos dazu und gehe jetzt einfach wieder in dieses Buchmodul zurück. Und hier ist mein Buch. So, und jetzt habe ich hier natürlich die neuen Bilder auch zur Verfügung und kann die zusortieren. Kann also zum einen Folgendes machen: Ich kann einfach vorhandene Bilder einfach überschreiben, indem ich die per Drag and Drop einfach rüberziehe. Wir sehen dann hier auch unten sehr schön, was schon verwendet wurde. Oder ich sage einfach Seite hinzufügen und ergänze praktisch diese neuen Fotos, je nachdem, wie ich es haben möchte. Wenn ich ein anderes Layout haben will, wieder kann ich das natürlich auch noch anpassen. So, passt vielleicht besser für das Motiv. Seite hinzufügen und zum Schluss nochmal meinetwegen das Blümchen. Ja, so einfach kann man hier auch ein Fotobuch ergänzen, weiter bearbeiten. Das war es an dieser Stelle auch. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.